Komm, eigentlich können wir es jetzt auch durchspielen, oder? Also. Vier Türen sind jetzt halt vielleicht noch eine Stunde. Ja, komm. Speichern und Abfahrt. Dann müssen wir das nächstes Mal nicht nochmal ausgraben. Dann können wir nächstes Mal definitiv was anderes machen. Außerdem habe ich dann nicht irgendwie drei Sachen gleichzeitig oder drei Sachen parallel laufen, wo ich irgendwie denke, ah, da müsste ich mal weiterspielen. Ist mir eigentlich auch lieber, wenn wir in irgendwas mal einen Haken machen und dann was Neues anfangen. Vom Hintergrund her würde ich sagen europäisch, muss aber nicht sein. Mit einem Infopoint im Fluss. Radio City Music Hall. Oh, wir sind tatsächlich in New York, okay. Und dann ist das im Fluss einfach die Freiheitsstatue. Es macht erschreckend viel Sinn. Aber ist die Freiheits... Nee, Moment, die Freiheitsstatue steht doch nicht mitten im Fluss, oder? Mario, kannst du bitte aufhören anzurufen? Hey, du hast endlich rausgefunden, wo Bowser dich gefangen hält, nämlich ganz oben im Schloss. Wow, da waren wir halt auch schon. Wir müssen Ludwig von Cooper besiegen. Ja, der steht ja auch schon vor uns, quasi. Also, wenn wir zurück sind. Das heißt, wir sind hier nach tatsächlich fertig. Fantastisch. Das Empire State Building. Nun. Ich hoffe, sie haben hier nicht noch irgendwo das World Trade Center. Ernsthaft? Die Cooper ist da, wo wir gerade waren? Man läuft jetzt vor uns weg. Na danke. Oh, ist doch nicht wahr. Kann das Mistvieh mal stehen bleiben? Finally. Okay, das ist definitiv die Fackel der Freiheitsstatue. Halt, ja, da war noch wer. Ist sie noch da? Nein. Schade eigentlich. Okay, hier ist schon mal nichts Spannendes in der Ecke. Immerhin noch ein Taxigutschein, das ist schon mal nicht verkehrt. Das müssen wir uns nicht merken, dafür haben wir einen Marker. Noch ein Taxigutschein. Das sind jetzt schon mehr, als wir brauchen, aber okay. Ah cool, hier gibt es auch nichts weiter. Hier können wir nicht mal... Ich dachte, ich kann hier noch irgendwo hinlaufen, weil da Straßen sind, aber nein, warum sollte ich auch? Das wäre ja viel zu einfach. Wasser trinken. Ich muss mir vor allem gleich mal Neues holen nach dem Level, das jetzt leider leer ist. Oh Gott, diese endlose Lauferei, ne? Ist so unnötig einfach. Vor allem kannst du halt theoretisch auch eine Stunde rumlaufen und mit Pech halt trotzdem keine Coopers finden. Ja, zumindest haben wir jetzt zwei Cooper-Marker, das ist doch schon mal viel wert.
Überraschenderweise sind die alle in der Ecke, wo wir noch nicht waren. Wer konnte damit rechnen? Ich frag dich jetzt einfach nicht. Ist mir egal, was du zu sagen hast. Ich laufe jetzt mal hier runter und hoffe, dass wir den dritten Marker auch noch finden. Das ist nicht der... Okay, ich frag dich mal, aber du sagst es garantiert eh irgendwo im Osten. Ja. Es war irgendwie klar, oder? Ja. Perfekt. Dann haben wir doch tatsächlich alle Marker zusammen, glaube ich, oder? Ach, gleich zwei hier. Moin. Oh Gott, spreche ich das richtig aus? Groudon? Groudon? Wie auch immer. Und ich sage einfach Armin. Moin. Gut, so, wo ist die letzte Koopa? Ach, da oben. Versteckt sich hinter dem. Natürlich die Flagge. So. Dann schippern wir mal hier rüber. So, das ist doch bestimmt Lady Liberty, oder? CC. Ja, Geschenk der Französischen. Das Andenken an die Freundschaft zwischen den beiden Ländern. Franco-italienischen Bildhauer Frederic Bartoli. Wurde. Ja, was dedicated on, wurde verschenkt? Wurde gewidmet? Am 28. Oktober 1886. Besteht aus Kupfer. Das Kupfer ist komplett oxidiert, deswegen auch diese türkise Farbe. Wiegt 225 Tonnen, ungefähr 151 Fuß hoch. Allein die Nase ist 4 Fuß lang. Die Fackel, die sie in der rechten Hand hält, über dem Hudson River, ja, okay. In der linken Hand hält sie die Declaration of, also die Unabhängigkeitserklärung. Steht auf Liberty Island, okay, spannend. Müssen wir ernsthaft King Kong zum Empire State Building zurückbringen? Wow. Lady Liberty sieht aus wie The Sculptures Mom. Marie Antoinette. Nicht schade. Das wäre aber lustig gewesen. Auch vor allem können wir jetzt hier nicht mal weglaufen. Wir müssen hier halt einen Taxigutschein für verschwenden. Zwei sogar. Aber gut, dann gehen wir halt erst hier hin. Verschwenden wir ihn wenigstens nicht vollständig. So, was war hier? Ah, die Radio City Music Hall. Okay, was war hier das Besondere? Berühmt für die Tanztruppe, die Rockettes. Frauentruppe startete in Missouri 1925, haben ihren Namen vom Roxy Theater, das in New York beheimatet ist, die Rockettes. Ihre High Kicks gezeigt in Radio City, seitdem das 1932 aufgemacht hat. Was ist denn showiest? Das ist doch ein Wort, das existiert im Deutschen einfach nicht. Auf jeden Fall eins der größten Theater weltweit. Auch wenn es wegen während der großen Depression gebaut wurde. Zum Hochpunkt der amerikanischen Depressions, ja, bla bla bla. Art Deco, whatever. So, was kriegen die? Die kriegen bestimmt hier das Röcklein. Was war das? 22, 23, 24. 21, 24. So. Wie viele Leute? Ja, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da reinpassen. Ich sag 6000.
Ständig diese Sachen, die abgefragt werden, die nicht in dem Flyer stehen. Furchtbar. Für den restlichen Schriftzug hat es auch nicht gereicht, ne? So, dann fahren wir jetzt mal wieder hier hin. Es ist halt total bescheuert, dass man da vor Ort sein muss, um da anrufen zu können. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die aussieht. Ach, das ist doch scheiße. Das steht auch nicht in dem Flyer, oder? Es steht einfach nicht drin. Sekunde. Kurz Spambot bannen. So, haben wir jetzt Dauerfeuer? Ja, okay. Kurz raustabben, wieder reintabben und dann sollte es eigentlich gehen. Oder auch nicht. Jetzt? Ja. Nein, es steht einfach nicht drin. Warum taucht Mario da jetzt eigentlich immer auf? Das ist totaler Unfug. Ja, cool, aber wir haben jetzt halt tatsächlich nur noch 2 Taxigutscheine. Und wenn wir es das nächste Mal verkacken, ich muss jetzt auf jeden Fall mal speichern. Sonst haben wir ein Problem, sonst softlocken wir nämlich tatsächlich das Game. So, United Nations Plaza, da kommt garantiert die Flagge hin. Seit dem Beitritt zu den... Ach nee. Ah, okay, wenn man tatsächlich das Gebäude oder den Platz der Vereinten Nationen betritt, verlässt man die United States und ist auf neutralem Grund. Spannend. Am Rande des East River, der UN-Komplex, wurde der UN-Komplex 1946... Sinn, oder? Auf jeden Fall finanziert von Rockefeller. So. Ja, was die UN ist, wissen wir. Danke. Meetings werden zeitgleich in viele Sprachen übersetzt, überraschenderweise. Und auf dem Platz wehen Flaggen von allen zum Erscheinungszeitpunkt des Spiels 159 Mitgliedern. Der UN in alphabetischer Reihenfolge der englischen Namen. Spannend. Okay. So, World Peace ist die Aufgabe der United Nations und wenn man das betritt, ist man auf neutralem Grund. Easy. Wenn Sachen gefragt werden, die im Flyer stehen, ist das auch alles gar kein Thema. Italien und Griechenland waren wir. Beim Rest glaube ich nicht. Also Ghana auf jeden Fall nicht. Ist das Nigeria? Keine Ahnung. Da müsste ich auch raten, ich würde spontan Äthiopien sagen, kann aber völlig daneben liegen und das ist, also es, was hat denn so ein dunkles Blau? Und warum ist beim englischen Namen irgendwie Italien zwischen Ghana und Griechenland, das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Wie auch immer. Ah shit, wir haben das eh schon gesoftlockt, ne? Wir kommen da gar nicht mehr weg. Wir brauchen mindestens noch einen zweiten Taxigutschein. Den muss ich auf jeden Fall finden, sonst haben wir gelitten. Wir können zwar nochmal zur Statue of Liberty fahren, aber wir kommen nicht mehr weg. Glück gehabt.
Oh, irgendwie dachte ich, hier wäre noch ein Infopoint, aber okay, na, dann laufen wir jetzt einfach hier so lang. Passt schon, vielleicht finden wir noch mehr Taxigutscheine. Schaden kann es nicht. So, die große Frage ist, waren wir hier schon? Nein. Dann kriegt. Ah, dann ist hier das Empire State Building. Okay. Named after New York's nickname? Dieser Satz macht überhaupt keinen Sinn. Das Empire State Building wurde nicht nach einem Apfel benannt. Dieser Satz macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Auf jeden Fall ist das Gebäude 1453 Fuß hoch, hat 102 Stockwerke, zum Erscheinungszeitpunkt des Spiels das drittgrößte Gebäude der Welt, 73 Aufzüge, um die 1860 Stufen hochzusteigen braucht man ungefähr 30 Minuten, aber der Expressaufzug bringt dann in den 80. Stock in weniger als einer Minute. Auch wenn King Kong eine erfundene Figur ist, was? Ah, wow, okay. Ja gut, auch wenn King Kong erfunden ist, klettert dann aber doch der Fensterputzer da draußen dran rum. So, haha, es klettert wirklich jemand draußen drum rum. Voll lustig. Oh, wow. Alter. So, hier das Fenster wird einmal im Monat gewaschen. Spannend. Hast du die 23? Offensichtlich. Hier, ich möchte King Kong zurückgeben, den es nicht gibt. Das, oh Gott, das ist in, das ist schon in Manhattan, oder? So, ich speichere zur Sicherheit nochmal. Dann rufen wir jetzt zum 38. Mal hier an, wenn ihr mir. So. Ohne Witz. Die scheiß Statue sieht echt aus wie die Mutter des Künstlers. Achso, nee, ich muss sowieso neu laden. Zwei Taxen reichen uns nicht. Zwei Taxen reichen nicht. Weil wir dann nicht mehr wegkommen. Quatsch mich doch nicht alle voll. So, ich möchte noch immer die Fackel zurückgeben. Die scheiß Statue sieht echt aus wie die Mutter des Künstlers. Okay. Da kommt mal einer drauf. Gott. Das tut mir für den Künstler sehr leid. Ich glaube, seine Mutter hat ihn nicht gemocht. Doch, doch, bestimmt sehr. Ich denke auch. Achso, wir könnten uns vielleicht mal einen Yoshi mitnehmen. Das wäre schon ein Deal.
Fun Fact, die USA sind offenbar das einzige Land, wo wir zweimal sind. Und beides mal nicht in der Hauptstadt. So, bleiben noch drei Städte. Ich überlege gerade mal, ob ich noch irgendwie in Erinnerung habe, was noch kommen könnte. Also ich meine, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir in London schon waren oder nicht. Wenn nicht, kommt London sehr sicher noch. Ich glaube, von den skandinavischen Ländern würde ich eher nichts vermuten. Ich würde jetzt echt eher nochmal so Südafrika vermuten oder so. Tja, es gibt einen Weg, das rauszufinden. Noch irgendwelche großen europäischen Länder, wo wir noch nicht waren? Kopenhagen könnte vielleicht noch kommen. Zumindest ein paar Wahrzeichen. Also Kopenhagen könnte ich mir noch vorstellen. London. Wie ist denn die Hauptstadt von Südafrika eigentlich?